Tief im 100-Morgen-Wald haben Christopher Robin und seine Freunde schon viele wunderbare Abenteuer zusammen erlebt. Und ich glaube, wir haben gerade genug Zeit, uns eines anzusehen. Eines schönen Tages erspähte Winnie Pooh etwas, was er am liebsten erspähte. Eine Biene, die hoch oben in einen sehr hohen Baum flog. Pooh wurde ganz aufgeregt, denn wo eine Biene war, war auch das, was er am liebsten naschte, Honig. Also begann Pooh auf den sehr hohen Baum zu klettern und summte dabei ein kleines Lied. Und ich nenne es mein Rumpelpumpellied. Und in sehr melodischer Weise begann er zu singen. Rumpelpumpel, Rumpelpumpel, knurrt mein Magen, er will sagen. Oh! Du darfst das Essen nicht vergessen, Rumpelpumpelpum. Wenn ich eine Biene wär, fiel mir's Klettern nicht so schwer. Doch ich müsst kein richtiger Bär sein, sollte mir etwas zu schwer sein. Denn ein Puhbär will partout mehr, süßer Honig schmeckt ihm zu sehr. Rumpelpumpel knurrt mein Magen, er will sagen, das Essen nicht vergessen. Will ich nur nicht, ui, ich wollte doch nur, und das alles nur, weil ich so gerne Honig mag. Ach, herrje. Pooh fiel aus einer klebrigen Klemme in eine ziemlich stachelige. Er krabbelte aus dem Brombeerbusch heraus und dachte darüber nach, wie er wieder auf den Honigbaum kommen konnte. Denk. Ob ihm wohl etwas einfiel? Nun, das ist eine ganz andere Geschichte, die ich euch ein anderes Mal erzähle.